Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mario Luigi Paper Jam Bros. Ich bin Q-Rex, aber ihr könnt mich auch gerne den Ausbruchsexperten nennen, wenn ihr wollt, denn ich habe das letzte Mal gelernt, dass man offenbar alle Leute aus einem Gefängnis befreien kann, indem man einfach deren Chef besiegt. Oder Chefs in dem Falle, denn es waren zwei. Die habe ich plattgestampft und schon waren alle Türen offen. Das erscheint mir zwar nicht logisch, aber das ist scheinbar ein Naturgesetz oder irgend sowas in der Richtung. So, wir gucken nochmal zurück, denn da war ja ein Toadie im Wege. Vor einem Riss in der Wand, wo ich nochmal reingehen wollte. Und ich hoffe, jetzt dachte ich, da kommt noch irgendeine Cutscene oder so. Habe ich mich aber geirrt, offenbar. So, und diesen Riss möchte ich jetzt gerne nochmal überprüfen. Ja, genau, Toadie ist jetzt weg, super. Klasse, dann gehen wir mal schön hier rein. Geht's auch in die andere Richtung? Muss ich erstmal testen? Nee, geht's nicht. Gut. Hallo. Genau, hier wollte ich hin. Und jetzt probieren... Oh, daneben. Probieren wir es mal aus. One-Up-Pilze mal 3. Auch gar nicht so toll, wie ich dachte. Na super, dafür hat es sich jetzt nicht gelohnt. Na gut. Achso, mir fällt auch gerade ein, wir haben hier... kommst du wieder raus oder bist du jetzt für immer da gefangen? Hallo? Ah, jetzt. Ich war zu weit unten. Wir haben ja auch ein paar neue Gegenstände bekommen. Die sollten wir vielleicht noch ausrüsten. Ausrüstung! So, die Siegerkugelhagelhammer ist zwar geil, aber der Kämpferhammer... Gegner müssen eventuell eine Runde aussetzen. Wow! Das ist natürlich nicht schlecht. Dann kriegst du aber, Luigi, den Kugelhagelhammer. Flimp. Und wir hatten noch irgendeine Hose bekommen, glaube ich, ne? Da ist sie doch. Angriffshose. Gib dir Sternpunkte, sobald du Schaden erleidest. Auch nicht schlecht, muss ich sagen. Sternpunkte sind nicht schlecht. Luigi soll Schaden erleiden, weil er der Tank eigentlich ist. Obwohl, eigentlich ist es kein richtiger Tank, denn er kann ja keine Aufmerksamkeit der Gegner auf sich lenken. Aber, naja, trotzdem. Es ist nicht schlecht, muss ich sagen. Außerdem hat er deutlich mehr Verteidigung dann. Ich mach das einfach mal. Okay, alles klar. Mehr haben wir, glaube ich, nicht bekommen. Und ich glaube, mir fällt jetzt auch nicht ein, ob ich noch irgendwas hier... Ich glaube, sonst habe ich hier nichts vergessen, ne? Übrigens, apropos vergessen, ihr habt mir gesagt, dass man in viele der Risse, also in die Risse, in die Paper Mario reingehen kann, um Gegenstände rauszuholen. Da kann man offenbar mehrfach reingehen. Oh nein, das habe ich überhaupt nicht, das habe ich gar nicht überprüft, ob das geht. So blöd. Werde ich natürlich noch nachholen und schauen, ob ich da noch irgendwelche wichtigen, tollen, großartigen und genialen Gegenstände vergessen habe. Ich hoffe es aber nicht unbedingt. So, ihr sollt rennen, Leute. So, gebt euch doch mal Mühe. Mann, seid ihr immer faul. So, da hinten war eine Röhre. Da ging es raus, soweit ich das richtig gelernt habe. Mit meinem Kopf. Einmal rein, bitte. Okay, und nach oben. Oh, hier ist aber schön. Guckt mal. Wir sind in der Chillax-Area. Okay, dann lass uns mal hier ein bisschen ausruhen. Wo sind wir hier? Ich will wieder zurück in den Pilzpalast. Hier ist doch schön. Wie? Ihr braucht unsere Hilfe, um die Gegend zu erkunden? Wieso? Das kann ich allein. Nun ja, das ist wohl das Mindeste, was wir für euch tun können. Also gut, überlasst das ruhig uns. Ja. Okay. Ich habe gar nicht so viele Gefangene gesehen, wie in der letzten Folge ausgebrochen sind. Also im Knast waren ja nur ganz wenige, ne? Ich bin sicher, dass es hier irgendwo ein Tod-Dorf gibt. Aber hier treiben so viele Schergen ihr Unwesen, dass ich mich nicht traue, nach danach zu suchen. Okay, ist doch egal. Sei doch nicht so feige. Okay, wir sehen, wir können uns da hinten heilen. Sehen wir auf der Karte. Oh, da ist ja ein Gegner. Habe ich gar nicht gesehen. Ein Cooper. Hatten wir schon Cooper? Ich glaube nicht, oder? Wir hatten nur die Hammerbrüder, die eigentlich auch Coopers sind, glaube ich, oder? Okay, hauen wir einfach mal drauf. Kann ja nicht schaden. Schwing, 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 schwing. Tada! Oh yeah. Oh, der hat es ausgehalten. Krass, der hält echt was aus. Das brauchen wir nicht, das drehe ich um. Dann wollen wir den mal platt machen. Bum. Tschung. Ja, Luigi ist jetzt nämlich super schnell. Naja, noch nicht ganz. Schwupp, neue Karten und wir kriegen... Nee, das lasse ich erstmal. Das mache ich lieber, wenn der Kampf länger dauert als jetzt. Krass, die halten echt was aus, die Dinger. Haben ganz schön Verteidigung, würde ich mal sagen. Was macht der? Okay. Okay, deren Angriff finde ich jetzt nicht so schlimm, muss ich sagen. Wenn man erstmal weiß, was es tut. So, auch die Erfahrungspunkte hebe ich mir für den nächsten Kampf auf. Denn ich habe auch gar nicht mehr so viele Sternmünzen, wie es aussieht. Also Sternmünzen, Sternpunkte. So, Mario steigt bald schon wieder auf. Die Gegner, die Endbosse, haben echt sehr viel Erfahrung gegeben. So, einmal heilen bitte. Dieses Tropenparadies ist wie Balsam für durch die Minenarbeit geschundene Seele. Wenn ich jetzt nur eine Sonnenbrille hätte, das Licht hier ist so furchtbar grell. Immer nur meckern, hä? Sonst laufe ich noch versehentlich einem von Bowsers Schergen vor die Füße.
Okay, zum Beispiel diesen hier. Flump. Einmal oben drauf und dann mache ich ihn kalt. So, flump. Aua. Okay. Ich glaube, ich mache jetzt mal das mit den Sternpunkten einfach. Flump. Ich will noch mehr davon haben. Hat 2 gekostet, das heißt, ich muss jetzt mit 6 rauskommen, damit es sich lohnt. Ich hoffe, es lohnt sich auch wirklich. Tschung, 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 tschung. Okay, jetzt haben wir noch nicht mal 4. Okay, ich glaube, es lohnt sich noch nicht so richtig bei so kurzen Kämpfen. Wir probieren es trotzdem weiter. Boink, doink, oh yeah. Und? Ja, 4 haben wir immerhin schon mal. Ich glaube, das hier tue ich erstmal weg, denn ich brauche diese Karte nicht für diese Gegner. Außerdem weiß ich nicht, ob man Sternpunkte bekommt, wenn man die Gegner durch Karten besiegt. Also wie war das? Ach, oh, ich muss ja... Ich habe das gar nicht gesehen. Ich dachte, ich müsste jetzt wieder drüber springen, aber ich hatte eine Hammerabwehr. Oh je, da muss man doch ein bisschen besser aufpassen, als ich erst dachte. Aha. Okay, ihr neuen Gegner. Ihr seid wirklich ganz schön gerissen. Und beschissen. So, den habe ich platt gemacht, aber jetzt weiß ich ja, was sie machen. Hoffentlich kann ich das jetzt abwehren. Das ist ja ganz schön gemein, was die alle machen. Hallo. Hier ist es zwar wunderschön, aber ich würde schon gern wissen, wie wir wieder nach Hause kommen. Hoffentlich müssen wir nicht schwimmen. Ich habe nämlich meine Badesachen nicht dabei. Ach, du Versager. Jeder hat immer seine... Man sollte seine Badesachen nie zu Hause lassen. Man weiß nie, wann es irgendwo etwas zu baden gibt. So, flump. Okay. Diesmal mache ich die Erfahrungspunkte mal. Also diese Sternpunkte-Sache hat sich im letzten Kampf nicht gelohnt. Leider, leider. So, flipp, flipp. Da braucht man wahrscheinlich längere Kämpfe, damit sich das lohnt. Und schwimm. Oh yeah. Flipp, flipp. Okay, du schlägst da auch mal oben drauf. Und ich habe ja auch fast keine... Ich habe eigentlich gar keine Sternpunkte mehr. Das heißt, alles, was hier unten angeboten wird, ist eigentlich für die Katz. Ich kann es nicht gebrauchen. Ich kann es einfach nicht gebrauchen. Schwimm, blimm. Okay, Ja, ich hab's geschafft. Oh yeah. Bisschen anstrengend ist es ja doch. Tschung, 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 tschung. Okay, cool. Und wieder kein Level Up. 65 Erfahrungspunkte geben die also auch nicht so viel, aber wir brauchen auch gerade keine Erfahrung. Ich finde... Ui, ich will dich hauen. Plump. Wir sind eigentlich stark genug. Finde ich. Plump. Aua, Mann. Ich setz aus? Ach so, wegen des Hammers. Ah, hahaha. Richtig, ich sollte mit dem Mario häufiger mit dem Hammer zuhauen. Oh, yeah. Flump. Okay, dann haust du stimmt. Du hast ja auch sowas zum Hämmern. Obwohl, der setzt dir aus. Naja, egal. Flump. Tot, aber sowas von. Ich will das nochmal mit dem Aussetzen, bitte. Gebams. Und? Oh, schade, leider nicht. Ich glaube, er will nach oben. Ah, Hilfe. Ich habe es richtig gesehen, aber schlecht abgewehrt. Da brauche ich einfach noch ein bisschen Übung. Naja, passiert mal. Oder? Passiert das mal? Doing, 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 doing. Ich glaube, es passiert mal. Manchmal schäme ich mich ja, wenn sowas passiert. Aber auf der anderen Seite, es passiert mal. So, ich weiß jetzt leider nicht, in welche Richtung ich gehen muss, um zum Toaddorf zu kommen. Ich würde gerne in die andere Richtung zuerst gehen. Und auch hier ist die Pappe schon überall, wie ihr seht. Dunk, dunk. Okay, hier gibt's nicht so viel zu holen. Hier geht's weiter in diese Richtung. Sieht das nach dem richtigen oder nach dem falschen Weg aus? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, meine lieben Leute. Ach, da hinten ist auf jeden Fall noch ein Toad. Wir gehen mal in die Richtung. Oh, kann man hier in die Lücke rein? In die hier? Flup. Oh ja, klar kann er das. Und ihr einmal springen bitte. Kontergürtel. Gucken wir uns doch mal direkt an. Flump. Wo ist er denn, der Kontergürtel? Achso, ist das nur für Paper, Mario? Nee, auch nicht. Wo ist der denn? Ach, weiter oben. Erhöht Angriff jedes Mal, wenn ein Teammitglied ohnmächtig wird, enorm. So oft passiert das aber auch wieder nicht, oder? Ich glaube, das möchte ich erstmal nicht. Also, es klingt zwar ganz gut, wenn da steht enorm, aber, auf der anderen Seite, das passiert eigentlich höchstens mal bei Bosskämpfen. Oder wenn ich wirklich sehr unvorsichtig spiele. Naja, gut. Können wir uns später nochmal angucken. Ich will nicht unbescheiden sein, aber es ist wahr. Ich bin der klügste Toad in den Trippeltropen. Zurzeit arbeite ich gerade an einer Theorie darüber, was sich auf der anderen Seite des Meeres befindet. Im Moment braucht dies meine gesamte intellektuellen Kapazitäten.
Lass uns später gegeneinander antreten. Nein, ich will jetzt. Och Mann. Nochmal kurz testen, ob das... ja, später antreten. Na, schade. Gut, dann können wir das jetzt nicht machen. Gehen wir nach unten. Ach, guck mal, da ist das Dorf. Wow. Okay, dann sollte ich nochmal ganz schnell zurück und die andere Seite erst nochmal kurz testen. Ah, Kawams. Oh, guck mal, da ist ein Papier, Cooper. Was sollte ich tun? Ich sollte dich erstmal hauen. Oh yeah. Ach stimmt, die sterben ja nicht so schnell. Ich vergesse das immer. Mehr Münzen. Will ich mehr Münzen? Es lohnt sich kaum, oder? Na gut, wir machen das mal. Die lohnen sich alle irgendwie nicht so richtig bisher. Da brauche ich wahrscheinlich einfach Gegner, bei denen man das auch mehr spürt. Größere Gegnertruppen vielleicht sogar. Ach nee, ich wollte ganz gerne den Hammer machen. Flimp. Okay, einmal Hammer bitte. Kabams. Tot bist du, hä? Was sagst du dazu? Okay, und du machst das bitte. Kabams. Zerknüllt. Okay, ja, einfach normal draufspringen, wa? Flump, dumm. Also die schweren Treffer machen mir schon Spaß. Da steht immer toll. Und ich mag es, wenn irgendwas toll ist. So. 45 Münzen hat es jetzt gegeben. Das klingt immer noch sehr wenig. Also es lohnt sich nicht so richtig. Oh, ich bin auf zwei gleichzeitig draufgesprungen. Ist ja cool. Ist ja cool. So, jetzt machen wir einfach mal hier das Trio-Squash und hoffen auf kurzen Prozess. Wir wissen ja, Trio-Squash ist nicht meine große Stärke. Aber üben muss man es trotzdem. So, und ja, Kawams. Und zwip. Und zwip. Und zwip. Und zwip. Und zwip. Und. Okay, jetzt konzentrieren. Fum. 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 Bamse. Oh yeah. Ich glaube, die sind beide tot. Sie haben sich's auf jeden Fall verdient. Ach ja. Oh ja. Ihr seid sowas von hinüber, ihr zwei. So. Und Mario steigt auf. Yeah. Das heißt, ihr bekommt jetzt einen Angriffspunkt extra. Oh, das wird schön. 3 statt 2. Na, ist das nicht toll? Aha, ich glaube schon. Okay, der wird so ein richtiges Angriffstier. Alles klar. Also ich finde die Zuteilung mit Luigi als Tank und Mario als Angreifer irgendwie gerade falsch rum. Denn Mario ist ja eher der knubbelige Typ. Der sollte doch eigentlich mehr aushalten als Luigi. Luigi ist ein bisschen schneller. Und Mario hat, finde ich, auch eigentlich den cooleren Bart von beiden. Das ist der einzige Nachteil von Luigi. Aber er hat trotzdem den höheren Bartwert, also Luigi. Ich gehe mal ganz kurz zurück, bevor ich hier ins Dorf gehe. Denn ich möchte erst nochmal gucken, was da in der anderen Richtung war. Nicht, dass ich da was Wichtiges verpasse. Das wollen wir nicht, liebe Leute. Stimmt's? Das wollen wir nicht. Mm-mm. Außerdem ist der Weg nicht so weit gewesen. Ach so, hier hoch. Und jump. Habe ich mit denen schon geredet? Nee, ich glaube nicht, ne? Doch, habe ich. Oder? Ich habe mich hier geheilt. Habe ich diese Münzen... Ich habe doch mit euch schon geredet, oder? Ja, ja. Mit dem habe ich schon geredet. War ich hier unten einfach noch nicht? Das ist ja irre. Oh ja. Okay. Und... Superpilze mal 3. Okay, und wir schlagen ein paar Schildkröten tot. Schildkrötensuppe. Lecker. So, ja, nee, ganz normal. Na, dumm, 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 oh yeah. Einmal das geplättet und jetzt mache ich einfach nochmal einen roten Panzer 3D. Damit das sollte eigentlich ausreichen für diese Gegner. Flup. Oh yeah. Sowas von. Ihr seid sowas von kaputt, liebe Leute. Okay, cool. Ich muss sagen, diese Sonderangriffe, die machen schon Spaß. Die sind schon cool gemacht. Ach, wie schön. Das Rauschen des Meeres und die frische Luft tun so gut. Ich fühle mich wie im Urlaub. Die Zeit unter der Erde erscheint mir nur noch wie ein böser Traum. Ja, mir auch. Dann wollen wir mal gucken, ob es hier unten noch irgendwas gibt an Schätzen, denn es sieht fast... Nee, man kann hier nirgends rüber. Ist doch nett von mir, dass ich die alle jetzt ins Paradies entlassen habe, oder? Schön, dass wenigstens einer sich darüber freut. Die anderen sehen alle so ein bisschen genervt aus. Ach stimmt, hier waren wir ja schon. Gut, in die Richtung gehen wir noch. Das ist größer, als ich geahnt hätte. Na gut. Sieht ganz nach einer Sackgasse aus. Wo sind die anderen nur alle hin, die aus den Katakomben geflohen sind? Und was sollen wir jetzt tun? Ich hasse es, so hilflos zu sein. Okay, es tut mir leid. Auf der anderen Seite steht ein weiterer Pfahl, den man greifen kann. Aha.
Wenn ihr also auf die andere Seite gelangen wollt, ist es ziemlich offensichtlich, was zu tun ist. Richtig, ins Wasser springen. Nein, natürlich nicht. Okay, wir probieren das mal. Und schwimmen, flupp. Oh ja, flupp. Das klappt also alles. Sehr schön, sehr schön. Jetzt können wir also viele neue Bereiche betreten. Oh, das gefällt mir gut. Neue Sachen erforschen. Das ist das, was ich mag im Leben. Erforschen. So, einmal hier springen, bitte. Nee, jetzt gibt's leider nur einen 50er. Da haben wir eine kleine Höhle, einen Tunnel. Ich glaube, da sollte ich auch zuerst entlang gehen. Ein 10er nur. Du seid doch nicht so geizig. Vielleicht hätte ich doch zuerst ins Dorf gehen sollen. Da gibt's bestimmt neue, tolle Ausrüstung. Da gibt's ja gar nichts. Das ist ja voll blöd. Ich wollte alles haben, alles auf der Welt. Naja, gut, egal. Aber da kann ich reinschlutschen. Schlutsch. Und einmal jump, jump und... Sternbrosche, was tut die wohl mit uns? Flüpp, sah nach einem Papiergegenstand aus. Die Sternbrosche, ja. Gib dir Sternpunkte, wenn du einen tollen Treffer landest. Oh, das klingt toll. Aber minus 16 Verteidigung ist schon hart. Trotzdem wollen wir haben. Sternpunkte sind super. Ich weiß allerdings nicht, einen tollen Treffer... Ja doch, wahrscheinlich kriege ich dann immer einen, wenn ich einen kritischen lande. Und das ist ja ganz geil, weil immerhin habe ich Paper Mario wenigstens im zweiten Rang so ein bisschen Bart gegeben. So, versuchen wir das nochmal. Jawohl, jawohl. So muss das sein. Einmal hier rüber, bitte. Link, plonk. Oh, das sind ja richtig viele Münzen, die hier unten lang liegen. Warum liegen die lang? Warum liegen die nicht breit? Na gut. Ja, flupp. Super Sirupe mal 2. Geilo. Also das scheint unser neues Level zu sein. Wir sind jetzt erstmal in den Tropen. Ich guck mal eben auf die Karte. Ja, das habe ich irgendwie gar nicht so richtig als Level wahrgenommen, als ich angefangen. Also ich dachte, es wäre nur dieser Wald über der ersten Gegend, dann die Eisgegend, die Wüste und Bowser's Castle, aber die Tropen gehören offenbar auch dazu. Habe ich gar nicht richtig gesehen. Aber ganz cool, ganz cool. Einmal rüber bitte. Oh ja. Also das Spiel ist schon enorm. Es ist schon enorm cool. Ich mag es schon sehr gerne. Es macht schon Spaß. Das Kampfsystem ist cool, die Gegenden gefallen mir ganz gut. So, flump. Okay. Flump, flump. Ah ja. Schneller, Luigi, schneller, du schaffst das. Du schaffst das. Na gut, sehr gut. Ich glaube, das war's, oder? Habe ich irgendwas übersehen? Kann man hier aufs. Das sieht aus wie Eis hier, aber ich glaube, ich kann hier nicht drauf. Ach so, nee, das ist nur Pappwasser, nehme ich mal an. Selbst das Wasser ist gepappt. Aha, so pappiges Wasser. Bisschen Zucker reingekippt, ein bisschen Gelee und schon. Schon haben wir das. Haben wir den Salat. So. Jump. Okay. Ach nee. Doch, das ist der Rückweg. Das ist der Rückweg. Gut, wir haben immerhin eine coole Sternbrosche gefunden. So langsam nimmt das richtig so RPG-Charakter an für mich. Flup. Schon. Flup. Ich vermisse nur immer noch Paper Luigi. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe, er kommt noch. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er noch als Charakter dazukommt. Denn es ist jetzt schon so lange ohne ihn. Aber ich hoffe, er taucht wenigstens noch irgendwie auf. Sonst würde ich das als eine echte Schwäche des Spiels ansehen. So einen wichtigen Charakter zu vergessen. Aber ich nehme mal an, zumindest einen Gastauftritt bekommt er schon. Anders kann ich es mir gar nicht vorstellen. Einmal nach unten bitte und dann geht's direkt ins Toaddorf. Ja, der hat immer noch seine Sprechblase da und möchte irgendwas mit uns machen. Aber ja, ich kann sein Rätsel leider noch nicht starten. In unserem Tropenparadies wimmelt es in letzter Zeit nur so von schurkischen Gestalten. Vielleicht haben Bowsers Schergen gerade Urlaub. Die müssen sich wohl auch irgendwann mal erholen. Wie, die tauchen auch in anderen Ecken des Königreichs auf? Davon habe ich gar nichts mitbekommen. Aber wir sind hier auch recht isoliert. Okay, du wohnst also immer hier. Du bist keiner von den Befreiten, wie es aussieht. Oh. Flink. Hallo. Wenn ich mich nur zu einem Papierschiff halten und nach Hause segeln könnte. Ganz traurig. Doch wer weiß, ob die See mich nicht unter ihren Wogen begraben würde. Ja, ich weiß nicht einmal, ob mich am anderen Ufer auch tatsächlich das Buch erwartet. Werde ich meine Heimat jemals wiedersehen? Bin ich etwa dazu verdammt, mein restliches Leben in der Fremde zu verbringen? Sind wir nicht alle Papierschiffe, die ruderlos in der See des Schicksals treiben? Oh, du kleiner Philosoph! Ob wir sinken oder unser Ziel erreichen, liegt nicht in unserer Hand. Ah! Dunk, dunk. Oh je, wie lange steht ihr schon da hinter mir? Dunk, dunk, dunk. Das hätte eigentlich ein privater Monolog sein sollen. Geil.
Wie bitte? Ihr wollt auch alle von hier aus das Meer überqueren? Aha. Na gut. Ich könnte uns ein Boot basteln. Was haltet ihr von der Idee? Oh yeah. Klingt so, als hätten wir einen Plan. Jetzt brauche ich nur noch ein paar Papiertrauts, die mir bei der Bootbastelei zur Hand gehen. Östlich von hier gibt es ein Lucky-Tour-Infozentrum, wo man euch bestimmt weiterhelfen kann. Könnt ihr mal da vorbeischauen, um noch ein paar Papiertrauts zu retten? Ja, machen wir. Alles klar. Cool, wir kommen weiter. Wir kommen weiter, liebe Leute. So. Das Meer ist einfach wunderschön. Ich liebe es darauf. Dann vergesse ich für einen Moment, dass Bowser Schergen meine Freunde entführt haben. Leider nur für einen Moment. Hä? Sind doch alle befreit, oder? Hinauszusehen. Entschuldigung, ich habe das eben zu schnell weitergeklickt. So. Flump. Es heißt, überall würden Toads von Bowser Schergen entführt werden. Wie bitte? Ihr habt gerade jede Menge aus einem unterirdischen Gefängnis befreit. Gute Arbeit, Mario. Von dir natürlich auch, Luigi. Trotzdem, ich kann mich einfach nicht in Sicherheit wiegen. Was in aller Welt führt Bowser nur im Schilde? Tung, 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 tung. Oh ja, gib mir noch ein paar Münzen. Ich liebe Münzen. Tung. Ich habe so viel Zeit damit verbracht, dem Meer zu lauschen, dass ich mittlerweile verstehe, was es sagt. Das Meer ist äußerst aufgebracht, da der Plan, den die Bowser aushecken, die Bowser als Plural, wow, die natürliche Ordnung auf den Kopf stellt. Hörst du ihn nicht, den Ruf des Meeres? Nein, wirklich nicht? Hörst du nur das Rauschen? Dann musst du wohl genauer hinhören, Arschloch. Okay, alles klar. Was haben wir hier? Oh, da ist noch jemand, der mit uns reden möchte. Entschuldigung. Früher hatten wir ein Boot, das zwischen diesem Dorf und anderen Orten hin und her fuhr. Aber ein besonders übler Sturm hat unser Boot einfach davongeschwemmt. Das war gar nicht gut für den Tourismus, kann ich dir sagen. Ja, vor allem, wenn noch Touristen drauf waren. So, tschuck, gehen wir mal zu dir. Dank euch konnten die meisten der entführten Toads aus den Katakomben befreit werden. Einige von ihnen sind jedoch immer noch in der dunklen Tiefe und müssen sich die Fasern kaputt schuften. Allein der Gedanke daran lässt mich erschauen. Das sind doch überhaupt keine Leute, keine Wärter mehr, oder? Könnt ihr nicht zurückgehen und auch ihnen helfen? Ist gerade ungünstig. Ich bin gerade zu müde. Na gut, okay, wir machen das mal. Ach so, wir werden direkt hinteleportiert. Okay. Ich bin losgerannt und dann irgendwie hier gelandet. Wie kommt man hier bloß wieder weg? Die Toads drehen durch. Treibe sie vor Ablauf der Zeit in den sicheren Bereich. Oh nein. Na gut. Und wir haben nur 3 Minuten. Boah, das geht ja gar nicht. Na gut. Okay, dann wollen wir... Okay, so treibt man die. Also genau wie die Papiertoads auch. Oh, da hinten ist was. Hm. Oh, ich glaube, das gibt Zeit. Ja, natürlich. Und ich hab die niedrigste Zahl bekommen. Oh ja, dahinter verstecken sich Leute. Also, upsa. Wollen wir das mal möglichst zerstören hier? Da ist, glaube ich, auch einer dahinter gewesen. Aber ich glaube, der andere war fast drin, oder? Muss ich die alle zerstören? Und ich glaube, da war noch etwas. Da war noch eine Brücke. Oh, 2 auf einmal, geilo. Jump, jump. Okay, ich hole erstmal die Brücke. Ah, Mist. Oh, hä? Ach, da drüben. Okay. Oh je, das kann ja nur schief gehen bei mir. Ah ja, gehämmert. Oh ja, da ist noch einer und da hinten steht auch noch einer. Ich weiß halt nicht, ob ich alle Blöcke hier zerhauen muss. Ich glaube, den hier zum Beispiel nicht. Okay, aber den hier muss ich bestimmt zerhauen, denn da ist ganz definitiv ein Toad dahinter. So, einmal schnell hier unten. Ah ja, hier ist ein neuer Block. Ah ja, ein 30er, cool, ja. Oh ja, yeah, das brauchen wir dringend. Ist hier unten drüben noch was? Nee. Okay, dann wollen wir mal ein bisschen uns beeilen. Ah, dann lauft mal, Leute. Mann, sind die blöd. Ich meine, wir könnten doch einfach mal sinnvoll miteinander reden, oder? Nein, nicht da lang, nicht nach unten. Ah. Okay, einmal rüber bitte. Okay, kann ich jetzt euch nach unten schicken? Ich hoffe, dass da unten auch der Ausgang ist, aber es ist der einzige Weg, der mir noch bleibt. So, oh je, hier sind ja noch welche. Mist, ich dachte, das wäre es vielleicht schon. Aber wir haben auch noch ein bisschen Zeit übrig. Oh ja, 2 auf einmal. Cool, da oben ist noch etwas. Okay, 20, na immerhin. Okay, dann wollen wir mal euch hier entlang treiben. Ach so, hier ist noch was versperrt. Ach nee. Ach doch, da ist noch eine Brücke. Da ist noch eine Brücke. Boah, ich dachte schon, man sieht den Ausgang hier. Mist, schnell. Man sieht den Ausgang ja gar nicht hier. Flum. Okay, dann treiben wir die erstmal hier rüber. Ich hoffe, dass das auch hinhaut. Oh, da ist einer, der fliegt bestimmt nach oben. Okay, ach Mist, ich hänge hier fest. So war das nicht gedacht.
Okay, einmal. Nein, 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 nicht nach oben. Ach, scheiße, das ist doch blöd hier. Die sind so doof. Die sind so doof. Ach komm, Mario. Er bleibt immer unten hängen, an dieser komischen Ecke. Einmal. Wieso ist der denn jetzt bitte... Na gut, erstmal hier rüber, bitte. Ach, guck mal, ich habe das Ziel erreicht. Und mir fehlt nur noch der eine. Ach, das schaffe ich doch, das schaffe ich doch. Okay, bitte einmal rüber. Cool, wir haben es gleich geschafft. Okay, und rüber. Yeah, 22 Toads gerettet. Ich glaube, dort geht's raus. Ja, endlich kann ich nach Hause. Vielen Dank, Jux. Oh ja, yeah. 1 Minute 16 bleibt uns noch. Cool, Glück gehabt, dass wir einmal eine 30er-Sekunde bekommen haben, sonst wäre ich etwas in Panik geraten. Cool. Ich hoffe, es gibt in diesen ganzen Kristallen, die da noch standen, keine Schätze, die ich jetzt übersehen habe, aber ich habe mich nicht getraut, alles zu zerschlagen. Ihr Jungs habt alle den 4. Toads aus den Trippeltropen-Katakomben befreit. Tausend Dank. Ihr habt euch einmal mehr übertroffen und meine Seele von ihrer größten Sorge befreit. Und die Belohnung? Was ist die Belohnung? Das violette Erz aus den Trippeltropen-Katakomben hat mich auf eine Idee gebracht. Wir sollten es als regionale Spezialität verkaufen. Ein guter Name wäre zum Beispiel Trippeltropen-Talisman. Hol dir das Glück der Tropen in dein Haus. Wahnsinn, wie viel Geld wir verdienen könnten. Der ist so gierig. Wie bitte? Aus so einer Abzocke fällt heutzutage niemand mehr rein? Mist, ich fand meine Idee voll gut. Voll gut, Alter, voll gut. Alles klar. Witzig. Ja, komisches kleines Minispiel, aber ohne Belohnung irgendwie, ne? Na gut. Macht nichts. Oh, da gibt's Schätze, aber erstmal kurz hier. Willkommen im Einkaufsbezirk der Trippeltruppen. Bezirk ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Schließlich haben wir hier nur 3 Geschäfte. Aber was uns an Qualität, Quantität fehlt, holen wir mit der Qualität locker wieder raus. Vom Preis-Leistungsverhältnis ganz zu schweigen. Ups, vielleicht sollte ich davon tatsächlich schweigen. Okay, so gut scheint es gar nicht zu sein. Oh, ganz viele hier. Kann ich mit euch reden? Oh, mit dem wollte ich gar nicht reden. Den Laden mag die Kundschaft fehlen, aber an Personal haben sie definitiv nicht gespart. Ja, den Eindruck hatte ich auch gerade. Aber ich glaube, mit denen kann ich nicht reden. Nee, nur mit ihm hier. Sucht ihr etwa neue Ausrüstung? Hier draußen muss man echt lange auf Kundschaft warten. Ich habe so lange nichts verkauft, das müssen wir wieder wettmachen. Also kauft alles. Ja, ja, war nur ein Spaß. Kauft so viel oder so wenig, wie ihr mögt. So, okay. Kaufen? Oh, ich habe voll viel Zeug. Oh, guck mal. Klempnerstiefel, aber die sind auch echt teuer. Okay. Ausrüsten bitte. Cool. Aber sehr viel stärker als vorher. Okay. Einmal ausrüsten bitte. Die Latzhose. Ja, brauche ich jetzt erstmal nicht, oder? Ach so, ich habe. Habe ich davon schon eine? Nee. Doch, ich habe schon eine. Deswegen brauche ich die auch nicht. KP-Handschuhe, Barthandschuhe. Habe ich alles noch nicht. Barthandschuhe. Eigentlich ist das ganz geil. Steigert Bart um 10%. Bis jetzt lohnt sich's noch nicht. Aber wenn ich so auf 100 bin, gibt es 10 Punkte. Na gut. Kann ich mir später aber immer noch holen. So, der Rest scheint nicht interessant zu sein. Na gut, dann scheint es hier erstmal nichts weiter zu geben. Liebe Leute, und ich muss damit den Part auch beenden, denn wir haben jetzt einfach keine Zeit mehr für noch weitere große Aktionen und ich weiß nicht, wann der nächste große Dialog auftaucht. Deswegen sage ich jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde euch winken, wenn ich könnte, aber ich habe viel zu bärtige Arme. Deswegen sage ich nur Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn ihr wollt, liebe Leute.